Was ins Blumenbeet gefallen aus Versehen. Ich sag mal so, ne? Corona-Testerin. Debo, was machst du heute? Was mache ich heute? Ich werde heute auftreten mit meiner Gitarre. Ich werde ein Lied spielen oder zwei oder drei oder vier oder eins und dann werde ich wieder gehen. Alter, die Leute, vier Lieder in fünf Minuten. Die Leute werden mich nicht vergessen, das ist sicher. Die Leute werden mich niemals vergessen, ja. Ich weiß noch gar nicht richtig. Also ich werde auf jeden Fall das mit den Sprachnachrichten probieren. Ich werde das mit dem Geschenk probieren. Ja, sonst weiß ich nicht. Muss ich irgendwas Neueres? Das sind fünf wahrscheinlich. Ein bisschen weniger als fünf. Ich habe nur Ideen. Ich mache Backstage. Pornos, Polizeikontrolle, Message, Meeting, Impro-Comedy dominant, rebellisch, Schlussmachende, Stille Post und der Wehr. Stell mal kurz scharf. Schade. Abfahrt. Okay, stell mal kurz scharf. Herr Tiede, was wollen Sie heute machen? Ja, das will keiner sehen hier, die Scheiße. Ich will ein Bit versuchen über den verstorbenen Rapper Young Dolph. Dann werde ich ein Bit versuchen über den verstorbenen Schauspieler John Payne. Und dann werde ich ein Bit versuchen über Radio-Slogans. Und dann will ich ja, noch... auch ein totes Medium ist eigentlich. Heute geht es um den Tod. Naja, das ist quasi der rote Faden in meinem ganzen Set, der Tod. Und wie bringst du das Dorf damit? Deine Lache ist echt bestialisch, Marvin. Ja, und dann werde ich noch bei meinem legendären Organspende-Joke werde ich noch andere Tags ausprobieren. Mm. Das ist, was ich heute vorhab, Leute. Okay, gut. Gang sein. Ab zum Open Mic. Alle Füße zusammen. Kein Team. Ficken. Letzter Satz. Ficken. Letzter Satz. Missgeburt. Letzter Satz. Bomben oder nicht Bomben, Hauptsache knallen. Selfie professionell? Also du sagst, während du ein Selfie machst. Okay? Marvin, du schaffst es. Ja. Also, du bist ein sehr geheimnisvoller Mensch. Habt ihr Bock auf den ersten Comedian? Vielleicht hätte die so ein Psychopathen-Rekrutierungsprogramm oder auf irgendein Projekt und das ist der Test und ich bin dann durchgefallen. Danke. Marvin Hoffmann! Ja, einige neue Fragen. Ich arbeite schon länger an so einer Idee, also Bit-Idee. In der Comedy sagt man Bit, ihr würdet vielleicht sagen Witz. Und alles, was mir fehlt, sind zwei schlechte Werbeslogans. Das wäre cool, wenn ihr kurz welche reinrufen könnt. Irgendwelche Werbeslogans raus. Palmin, der Hase lacht. Wie, Palmin? Das kam mal von Palmin, eine Werbung. Was ist das für eine Firma? Fett. Das wäre der bessere Werbeslogan. Der Hase lacht. So, wir haben das eben mal gegoogelt und es gibt halt keinen Slogan von Palmin, wo rauskommt, der Hase lacht. Also es ergibt auch gar keinen Sinn, weil Palmin ist halt wirklich eine Fettfirma und das ergibt ja keinen Sinn, wenn eine Fettfirma wirbt mit der Hase lacht. Also, so, und dann haben wir hier sogar mit Slogan Hase. Nee, warte, was hattest du eingegeben? Ich habe Palmin, Slogan, Hase, der Hase. Ich habe alles versucht. Ach so, genau, warte. Wenn man aber eingibt Palmin, Slogan, der Hase lacht, kommt sogar, es gab keine Übereinstimmung. Also, keine Ahnung, wo drauf die war oder so, aber auf jeden Fall ein nicer Fun Fact, dass sie irgendwas erfunden hat. Das war schon meine Zeit, ihr wart super. Hallo, mein Name ist Jorik Tiede. Ich möchte mit euch über meine Kindheit sprechen und darüber habe ich ein Lied geschrieben. Es ist ein Lied. Das ist immer noch viel zu leise, das ist ganz schrecklich. Wir essen Nudeln vom Garagenboden. Yeah, ich liebe euch. Das Leben
Es ging um irgendein Thema und er hat gesagt so, das Leben von dem Typen oder so, das ist nicht mehr wert als ein Berg aus Bohnen. Und John Payne hält den Augenkontakt und sagt so, ich weiß nicht, Kollege, ich habe nie ganz herausgefunden, was ein Berg Bohnen wirklich wert ist. Das ist ein dummer Scheiße. Was für ein Joke? Was hast du dich nicht getraut? Läuft schon? Ja. Ich habe mich einen Joke nicht getraut, und zwar diesen mit, ich habe letztens beim, wie heißt das, bei Stille Post eine Briefbombe verschickt. Warum hast du den nicht? Irgendwie habe ich so aufgeguckt, jetzt einblenden. Ich habe letztens, und war so, irgendwie weiß ich nicht. Also nicht, weil der riskant ist, sondern nur, weil ich dachte, der ist scheiße halt. Der ist nicht scheiße. Ist gut. Aber ist das der ganze Joke? Ja, tatsächlich. Ja, das ist scheiße. Ich fand Sebo auch allgemein sehr stark heute. Ja. Der war wirklich der Knüller. Ja. Oh, für mich war das der Oberknüller. Ich gucke sehr viel Comedy auch im Fernsehen und das war wirklich von Ihnen, junger Mann, das war der Oberknüller. Also ich habe ja schon viel gesehen, aber der Sebo Sam, der ist ein richtiger Raketenforscher. Du. Na du Raketenforscher! Wo ist der Köln? Ah, gute Reimweise! Sagen das Leute? Sagen die Leute Raketenforscher? Ja, hab ich schon mal jemand gesagt zu mir. Okay. Ja, extrem, wie fandst du dein Ziel? Extrem scheiße. Extrem scheiße. Hast du irgendwie bei angeschossen einmal fast angeschissen gesagt? Ja! angeschießt, würde ich sagen. Oder? Jetzt hier einblenden. Gestorben, der ist erschossen worden beim Kekse kaufen. Der wurde angeschissen. Der wurde wollte nur einen Cookie kaufen. Der wurde angeschossen. Ja. Das ist eine ganz andere Story, wenn der angeschissen worden wäre. Oh, was bei mir auch mit dem Fett, das war natürlich random. Das war mega gut, das war random. Ja, das war gut. Sehr lustig. Abschließende Worte. Rest in Peace, Young Dolph. Rest in Peace, Marvin Hoffmann. Long live Alex Stoll, den Jorik Tiede und Sebo Sam. Ja. letzte Worte von Sebo. Ja, ich bin ein Mensch mit Gefühlen und Hass.